kontrollieren. Man muss alles kontrollieren bei dieser Töpferware. Mein Mann, der Floskulus, der sagt immer, Paula, sieh zu, dass du dir die Sachen nochmal ganz genau anschaust. Weil auf dem langen Weg von den Steppen am Rhein bis hierhin an die Lippe, da geht so viel kaputt von der Ware. Ja, hier, wieder ein Kochtopf, abgebrochen. Die Scherbe, das kann ich ja nicht mehr verkaufen. Das können wir wegtun. Deswegen, da muss man wirklich nochmal richtig gut nachgucken. Aber im Moment kommt irgendwie von den Städten am Rhein bis hierhin, kommt die Ware gar nicht mehr so gut. Irgendwo stockt es. Ich weiß auch nicht, ob die da zu viel feiern am Rhein. Ich weiß auch nicht. Aber die Ware, die wir haben, die ist natürlich gut. Das heißt, ich würde sogar sagen, exzellent sind diese Gefäße hier. Und mein Mann, der P. Floß, der hat sich überlegt, den Namen, den mache ich als Stempel in meine Gefäße rein, damit jeder weiß, Ware mit diesem Stempel ist eine ganz besonders gute Ware. Sozusagen ist der Name P. Floß unser Markenzeichen. Und dieses Markenzeichen ist natürlich klugerweise innen drin in der Tasse, weil wer dreht die schon um, wer guckt schon nach unten? Natürlich keiner. Deswegen muss man den Stempel sehen und deswegen ist er innen. Hier, da ist er. Rund ist er. Da ist er zu sehen. P. Floß. Das ist auf den Tassen. Dieser runde Stempel hier, der ist zum Beispiel auf dieser kleinen Tasse. Klein, aber fein, würde ich sagen. Denn das ist Terra Nigra. Und Nigra heißt schwarz. Ein schwarzes Gefäß. Dazu noch ganz stark glänzend. Wunderschön. Und hier die Legionäre, die brauchen diese kleinen Tassen, um Mulsum zu trinken. Mulsum, der gewürzte Wein. Aber hier in Germanien, wo es natürlich ein bisschen kälter ist, da trinkt man den Mulsum warm. Ja, richtig zum innerlich Aufwärmen. Und deswegen verkaufen sich diese Tassen hier wunderbar. Aber die Legionäre, die sagen natürlich auch, habt ihr nichts Günstigeres? Die haben ja nicht so viel Sold. Also die brauchen was, wo sie viel von kaufen können, was aber ein bisschen billiger ist. Auch dafür haben wir was, nämlich unsere Öllampen. Die braucht man viel hier im dunklen Germanien. Und die stellen wir her, und zwar schnell, billig und gut. Und das geht nur mit Formen, denn das sind dann Massenartikel. So eine Form, zum Beispiel. Ton reinschmieren, Ton auf den Deckel, zuklappen, trocknen lassen. Fertig ist die Öllampe. Schneller geht's auch gar nicht. Und dann wird die rausgenommen. So, fast fertig. Sieht doch schon gut aus. Was man natürlich noch braucht, ist ein Töpferofen, weil die Öllampen müssen gebrannt werden, damit das Olivenöl nicht unten heraustropft. Also brauchen wir hier vor Ort Töpferöfen, ganz dringend. Da ist noch so ein Töpferofen. Da steht einer. Den könnte man ja schon super benutzen hier für unsere Töpferware. Aber irgendwie, wenn ich da genau hinschaue, was ist das denn? Der ist ja oben offen. Die Kuppel ist aufgebrochen. Und überhaupt, ein Töpferofen in einem Raum? Hallo, wenn ich den anheize, der Qualm, wo geht der hin? Der bleibt ja im Raum, der kann ja gar nicht abziehen. Na, da hat sich ja einer eine super Sache überlegt. Der muss natürlich raus, wie die anderen neuen Töpferöfen hier in Aliso natürlich auch sind. Ah ja, ich sehe schon, guten Morgen, 9:30 in Germanien. Ja, so eine Pause, die hätte ich jetzt auch gerne. Kann ich hier eigentlich auch machen, so viel Ware kommt ja nicht. Wie gesagt, die Schiffe, irgendwie stockt das im Moment hier alles. Und eigentlich, ich habe schon die Palla um, so, aber mir ist immer noch kalt. Ich fröste.
Schwuchtel so ein bisschen. Ist kein gutes Zeichen, glaube ich. Aber die Medica ist in der Nähe. Julia Sabina. Ich glaube, da muss ich mal hin. Nicht, dass ich noch krank werde. Aber die hat wahrscheinlich ein Wässerchen oder ein Öl für mich. Und dann wird es gut. Ich glaube, da gehe ich einfach mal vorbei.